Ja, herzlich willkommen hier im Presseraum und allen, auch die uns draußen noch zu sehen, zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Heimspiel des 11. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SV Sandhausen. Wir gewinnen vor 13.241 Zuschauern mit 1:0. Neben mir die beiden Trainer Kenan Kocak und Carsten Rump, und natürlich hat auch heute zuerst der Gast das Wort. Herr Kocak, ich bitte Sie um Ihr Statement zum Spiel. Aus meiner Sicht failure Statement ganz kurz. Erstmal Glückwunsch an Arminia zu dem hochverdienten Sieg. Wir haben heute unsere schlechte Saisonleistung abgeliefert. Wir brauchen auch hier nicht schönreden. Wir haben alle Facetten, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat. Ob es ein Passspiel ist, ob es ein Positionsspiel ist, Umschaltspiel. Alle Sachen, die wir favorisieren, auch das frühere Stören, Balleroberungen erzielen, ist uns heute leider nicht gelungen. Und die Kontermöglichkeiten, die wir hatten, haben wir auch leider nicht gut zu Ende gespielt. Und insofern geht der Sieg auch für Arminia Bielefeld in Ordnung. Und die wollten mehr den Sieg als wir, das müssen wir auch anerkennen. Und das bringt uns nicht um, auch nicht aus der Bahn. Wir werden das Spiel analysieren, auch das so annehmen und versuchen, das abzustellen. Und wenn meine Mannschaft alle 10 bis 11 Spiele mal so ein Spiel abliefert und dann die nächsten 10 Spiele wieder so spielt wie die ersten Wochen, dann wäre ich auch einverstanden. Insofern, wie gesagt, es war nicht unser Tag. Wir haben heute ein ganz schlechtes Spiel abgeliefert. Und insofern geht der Sieg auch für Arminia Bielefeld in Ordnung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Kocak, auch für die Glückwünsche. Carsten, zweiter Sieg. Die Medienvertreter warten auf Erklärung. Ich bitte dich um dein Statement zum Spiel. Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube auch, dass es ein verdienter Sieg war. Definitiv ein Punkt wäre mir persönlich auch zu wenig gewesen. Von daher bin ich dann auch froh, dass wir dann relativ später noch das 1:0 gemacht haben. Ich glaube auch, dass heute auch wieder die Leidenschaft da war. Wir hatten immer noch wieder noch einen Fuß dazwischen. Molle Hesel rettet dann auch noch mal kurz vor Schluss noch mal mit dem Fuß. Wieder viele Aktionen. Ja, jetzt können wir wieder über Glück reden oder über Können. Ja, aber heute war es halt definitiv wieder so, dass wir da eine ordentliche Einheit auf dem Platz hatten. Alle 11 hatten Bock, heute das erste Heimspiel zu gewinnen. Ja, wir haben uns absolut eingeschworen vom Spiel. Wir waren so heiß. Ich hätte alle gerne dabei gehabt in der Kabine. Und die Jungs haben sich das so verdient. Wir haben uns heute mehr oder weniger gesagt, dass die Südtribüne heute mit uns abrechnet. Entweder positiv oder negativ. Und das war für uns der absolute Antrieb. Und alles, was nachher dann vor der Südtribüne passiert ist, das war genau das, was wir vor dem Spiel uns erträumt hatten. Ein absolutes Highlight, und ich bin unglaublich stolz, dass ich heute ein Teil dieser Einheit sein durfte. Auch die nicht im Kader waren, waren alle mit dabei. Ja, man merkt diesen Spirit in der Kabine, die tanzen da nackt vor sich her. Ja. Das ist unglaublich, ja, und was da jetzt im Moment da passiert, das ist sehr, sehr schön. Und an alle Arminen da draußen, ja, es geht wieder aufwärts, ja, und ich werde versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass es auch in den nächsten Wochen weiter so bleibt. Ja, danke, Carsten. Dann gibt es wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen an beide Trainer. Wenn es Fragen gibt, bitte ich kurz um das Handzeichen. Jens Brinkmeier vorne vom Westfalenblatt. Ja, ich habe eine Frage an Carsten Rump. Ich glaube, ziemlich viele Trainer würden gerne den Zauberstab haben, den du jetzt hier anscheinend bei mir angewendet hast. Was ist das Geheimnis? Ja, ich habe ja immer gesagt, dass ich mit den Jungs viel rede, ja, auch auf deren Meinung viel Wert lege. Und damit hole ich sie noch mehr ins Boot, noch mehr in die Verantwortung, und nehme ich sie mehr in die Verantwortung. Und das machen sie natürlich dann sehr, sehr gut aktuell, weil sie halt einfach auch das Gefühl haben, ja, dass sie auch gefordert werden, ja, und deren Ideen, ja, mehr oder weniger können sie, oder die Ideen von den Spielern können sie dann auch selber umsetzen. Und ja, ich glaube, das ist halt einfach so das Rezept. Und nochmal, wir sind da im Moment echt gut dabei, eine ordentliche Einheit zu werden, ja, oder sind es schon. Es gibt noch eine Anschlussfrage von Jens. Ja, nicht direkt Anschluss, aber ich frage wegen Carsten Hämlein, Christoph. Der humpelte eben nach dem Spiel auf den Rasen. Kann man da schon sagen, was da passiert ist? Ja, ist eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Da müssen wir mal gucken, da wird natürlich dann jetzt morgen dann untersucht, und dann werden wir mal gucken, was da Sache ist. Ich hoffe natürlich, dass wir den nächste Woche wieder dabei haben, aber dann müssen wir es erstmal abwarten. Carsten Blumenstein für den Kicker. Du hast eben gesagt, nächste Woche wieder dabei. War das heute dein letztes Spiel als Cheftrainer auf der Bank von Arminia oder vielleicht sogar noch nächste Woche in Stuttgart? Oder wie denkst du darüber?
Ja, ich nehme das so, wie es kommt. Also ich habe jetzt nächste Woche keinen Urlaub eingereicht. Von daher bin ich am Montag mit Sebastian Hill auf dem Platz oder es sind vielleicht noch ein, zwei, drei andere Trainer da. Mir ist das völlig egal. Ich mache das so, wie Samir Arabi mir das sagt. Und ich bin da völlig entspannt, weil, wie gesagt, ich bin hier ausführendes Organ. Und wenn mir einer sagt, ich soll den Platz abkreiden, dann mache ich das auch. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Es geht für uns weiter beim VfB Stuttgart. Das nächste Heimspiel in der Schüko Arena ist erst am 18. November gegen Heidenheim. Ich wünsche unseren Gästen aus Sandhausen eine gute Heimreise. Okay. Vielen Dank und schönen Abend.